Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Skyward Sword. Ja, wir befinden uns immer noch hier in, hier wo wir das Riesenmonster da getötet haben. Baldo ist hier, der sagt uns allerdings gar nichts. Wir können nicht so viel machen. Wir sind schon ein bisschen rumgerannt, wir müssen jetzt hier mal gucken. Da hinten geht es auch nicht weiter. Da ist ein Gitter, da können wir nicht durch. Also, würde ich sagen, ich hole mir die Herzen einmal hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein. Ob wir drin noch irgendwas erlösen können. Kann man da noch reingehen? Ja, doch, ne? Auf jeden Fall war das der falsche Weg draußen anscheinend. Vielleicht finden wir hier drin ja eine Lösung. So, was sagt sie denn zu mir? Wenn dein Schwert die drei heiligen Flammen sich unternimmt, kannst du das Zeitportal öffnen. Die Hymne der Göttin in deiner Heimat Volkert überliefert wird, birgt Hinweise auf die drei Flammen. Gut, dann müssen wir da eben hin. Also hier gibt es eine Tür. Also hier hinten gibt es ja auch noch eine Tür, ne? Ne, keine Tür. Hier gibt es sowas da. Hier können wir schon was einpflanzen. Wir haben ja nichts zum Pflanzen. Nichts zum Pflanzen hier. Da gibt es auch noch eine Tür. Gehen wir da mal raus. So. Ah, guck mal. Hier geht es ja auf jeden Fall längs. Stimmt, hätten wir auch gleich hier längs gehen können eigentlich, ne? Oh, guck mal, da ist hier. Wie heißt der? Ah. Ha! Jetzt weiß ich ja nicht, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein, ich bin da ganz sicher. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Mist, wie kriegen wir nochmal, wie war das nochmal mit der Musik? Nee, nichts. Nix. Also, wie kriegen wir das mit der Musik nochmal hin? Wie war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich zugeben. Da ist die Harfe. Alter, haben wir doch gerade erst in der letzten Folge erfahren, ne? Warte mal. Wie sind Kamerasteuerung umtauschen, Schild wegen Karte. Die Lyra X war das, okay. Und dann spielen wir mal. Das waren schöne Töne. Okay. Boing, boing. Sieh an, das muss einer der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann boing, boing. Und? Okay, was bringen uns diese Steine? Gar nichts. Es ist tatsächlich so, wie in der alten Schrift beschrieben. Sie sprechen wirklich. Damit bin ich mit dem Rätsel der Sprechenstadt ein gutes Stück weitergekommen. Nun fehlen nur noch die Wände der Göttin. Die sollten doch irgendwo hier in der Gegend liegen. Gut. Da können wir auch hochkommen. Lass uns doch einmal hier kurz speichern. Sicherheitshalber. Gut, und dann gehen wir mal hier links. Wo kommen wir denn da hin? Achso, aber wir können ja erstmal ins Wolkenmeer zurück. Denn wir müssen ja mit dem Alten reden. Ne? Das heißt, wir können hier zum Wolkenmeer zurückreisen. Das machen wir jetzt auch. Zuck, zuck, zuck. Yes! Es muss ja irgendjemand geben, der uns was sagen kann zu dem Lied, was wir können müssen. Und ich denke mal, das werden wir hier finden. Hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt. I'm so excited. And I just can't fight it. So. Fliegen wir mal da hoch. So ist doch die Frage, wo wir am besten fragen können. Ich würde sagen, wir landen einfach mal hier gleich. Pass auf. Hier ist doch gut, pass auf. Hochspringen! Oh. Ja. Ist hier jemand bereit zu quatschen?
Wir laufen das ganze Dorf einmal und finden bestimmt jemanden. Einmal kurz nochmal hier reingehen in den, sozusagen in den Bazar. Oh, guck mal, da hinten ist das richtige coole Schild jetzt. Ihr interessiert euch also für einen heiligen Schild. Nur dieser Schilder wird seinem Namen wahrlich gerecht. Er repariert sich von selbst und widersteht Feuer als auch Elektroangriffen. Ein Wunderding. Nun, er ist zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Nur, er geht zu meinem... Aber das könnt ihr mit eurer Technik ganz bestimmt wieder wettmachen. Das macht 500 Rubine. Her damit! Ach so. Gut, müssen wir erst was abgeben hier. Was hab ich denn da noch drin in meiner Tasche? Wir geben das Schild einfach ab, oder? Ja, kriegen wir diese auch nochmal voll gefüllt da? Die Taschen kann man schon vergrößern irgendwann, oder? Gut, nur gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. So, wir holen uns das Schild jetzt hier von ihm. Nein, das will ich nicht. Weg! Ja, ja, guck, ist doof. So, wir wollen dieses coole Schild. Ja, damit. Ja. Und dann? Oh, warte einen Augenblick. Du siehst endlich aus, junger Freund. Vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann mir Kristall gut nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mich an, wenn du Interesse hast. Ja. Sei gewiss, junger Freund, soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Üblicherweise verlange ich dafür 10 Rubine, aber ich mache es für einen einzigen Rubin. Hörst du? Nur einen einzigen Rubin. Gerne. Oh, wie schön. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Ah, nein, verstehe mich nicht falsch. Diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. Also gut, worüber möchtest du reden? Über mein Schicksal. So soll es sein. Dann blicke ich für dich in die Zukunft. Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Oh, du hast ein sehr großes Hindernis überwunden, junger Freund. Ich kann deine Freude spüren. Dein nächstes Ziel ist die Hymne der Göttin. Ich sehe jemanden, der mehr über die Hymne sagen kann. Frage den Direktor der Ritterschule um Rat. Nun, das wäre alles für den Moment. Ah, okay. Dann fragen wir doch den Direktor der Ritterschule. Macht perfekt. Oh, was ist er denn hier von uns? Ich habe da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschehen treiben mir den Angststeiß auf die Stirn. Den holen wir uns auch gleich, wenn es hier ist. So. Holen wir mal hier das kleine Herzchen. Und dann, oh, hier ist ja gar nicht die Ritterschule. Ist da oben, ne? Oh. So redet Flink, ne? Ah, ja. Wollen wir mal hier hochgehen? Da oben sitzt er vielleicht. Ist auch keiner. Dann gehen wir mal in die Ritterschule. Ah, die Ritterschule ist da. Ja, hier ist die Ritterschule. Gehen wir die Ritterschule mal rein und gucken, ob uns da jemand was sagen kann. Der Direktor zumindest. Wurde ja gesagt. Na, kann er uns auch was sagen? Na, du wächst ja schon viel fröhlicher, Schanzen. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Da musst du noch fest dran glauben. Ja. Badezimmer. Zeldas Zimmer. Meister Tytors Zimmer. Und das Marien. Ist er da? Da. Jo. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Er ist vielleicht niedlich. Ich lege noch Sätze an. Okay, das ist natürlich der Direktor. Nee, und das miese Kätzchen. Ey, was ist mit dem Kätzchen auf jeden Fall? Nur nochmal rausfinden. Jonas Zimmer. Meister Otus Zimmer. Das ist auch nicht der Direktor, ne? Hallo Schanzen, wie geht die Suche nach Zelda voran? Tut mir leid, dass sie so allein suchen muss. Bitte finde sie. Ja, okay. Ja, nochmal. Okay, da ist er doch. Wenn er denn da ist. Da ist er, Gott sei Dank. Oh, da bist du ja, Schanzen. Ich freue mich so, dass du wohl auf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Verstehe, oh Zelda. Nein, ich darf nicht klagen, sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, nur noch schwerer. Was, du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie gesungen hat? Bitte sing. Jetzt hör schon auf, den Text kann ich dir auch sagen. Moment mal. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Und weiter geht es so.
Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Dies ist der Text des Liedes. Der Turm des Lichts ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel, wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel. Was hat er? Warte mal. Nochmal. Werden zwei große Flügel zum Turm des Lichts geführt, so wird dem Jüngling der Verbleib des leeren Geheimnisses Liedes erhört. Hör mal, Schanden, das Lied wird im Wolkenhort der Generation weitergegeben. Vielleicht sollst du einmal nachsehen, wo im Wolkenhort diese zwei Flügel befinden können. Eventuell erhältst du so einen Hinweis. Okay, Wolkenhort. Schauen wir doch mal. So, mein Zimmer ist ja unten, ne? Trotzdem können wir einmal kurz runtergehen nochmal. Denn. Können Sie mal nachsehen. Ich werde mal gucken, ob wir das Lied draußen hören können. Bis nachts, so. Gucken wir mal. Und dann können wir gucken, ob wir ein Lied hören da bei der Ritterschule. So wie es. Also erstmal hier. Gut, haben wir auch mal so ein Ding hier gefunden. Das ist natürlich cool. Er hat ja gesagt, die findet man nur nachts. Aber trotzdem. So, jetzt gehen wir mal raus. Ich glaube, wir gehen die Treppe hoch. Dass uns keiner hört. Gut. Nein! Ah! Na gut, war nicht, dass da ist. Oder wir sind halt abgeschlossen, weil er schläft. Wir gehen da raus. Ich höre keinen Gesang bei der Ritterschule. Pass bloß auf, in der Nacht sind alle Monster unterwegs. Ich mache hier meinen Rundgang, um sie nach den Rechten. Um diese Zeit kriechen die Geister und Geheuer aus ihren Löchern. Du bist klasse. Was sagst du da? Ist das nicht normal? Das haben wir schon mal irgendwie gequatscht. Müssen wir mal hören. Okay. Also ich höre jetzt kein Lied, wie er gesagt hat. Irgendwelche Klinge, die sollen ja hier irgendwie nachts sein, ne? Ich höre sie nicht. Da rein können wir da auch nicht. Vielleicht? Man hört wirklich nichts. Übungshalle? Nee, macht keinen Sinn. Gut. Dann lass uns mal lieber zum Wolkenhort eiern. Und das machen wir tagsüber. Also nur wieder hier hoch einmal. Beziehungsweise ja, da hoch, um wieder reinzukommen in unser Schlafgemach. Rein. Dann legen wir uns nochmal ratzen. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht, gebe ich zu. Aber egal. So. Kann er eigentlich auch hier runterhüpfen? Ne. Kleine Abkürzung mit Marker wohl nicht, der gute Link. Was höre ich denn da drüben? Cool. Das muss an dem an sein, nur kurz gucken. Da macht da irgendjemand komische Geräusche. Was macht er da? 5, 6, 7. Uff. Oh, Schanzen, guten Abend. Was ich hier mache, ich trainiere, wie du sehen kannst. Ich kann nicht einmal ein einziges Fass tragen, das will ich ändern, denn wenn ich gern stärker wäre. Aber das Ganze ist mir peinlich, verstehst du? Deswegen trainiere ich nachts, wenn mich keiner sieht. Aber es nützt halt nicht, ich bin zu erschöpft. Ich glaube, ich gebe es auf.
Ach, hätte ich nur einen Trank, der mir Ausdauer verleiht, dann könnte ich weitermachen. Nein, ich darf die aufgeben. Ich werde allein versuchen, es zu schaffen. Ja, okay. Trank der Ausdauer. Können wir ihn ja mal irgendwann kaufen. Machen wir jetzt auch nicht. So. Wir jetzt auch schlafen. Huch, das war hier nebenan, ne? So, gucken wir nochmal draußen nach. Na? Hey. Was? Bardo ist nicht mehr in seinem Zimmer. Hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten. Er hat alles hinter sich gelassen. Oh, wie traurig. Gut. So. Wir müssen irgendwie mehr herausfinden. Ja, war das nächste Ziel jetzt? Mal nachfragen. Erinnert mich an die Hymne der Göttin und rezitierte eine Strophe daraus. Sie sagt, dass die zwei Flügel auf dem Turm des Lichts am Dorfplatz des Wolkens ausgerichtet werden müssen. Okay. Naja, ja, ja. Müssen wir da hinlaufen? Schansen, meine Schwester ist jetzt wieder da. Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich bin so erleichtert. Danke, Schansen. Ah, danke. Oh, das ist gewählt. Okay. Perfekt. Super. Aber jetzt mal gucken. Da ist der Dorfplatz. Und das müssten doch die... Das müsste das doch sein, ne? Wenn die Flügel jetzt ausrichtet, weiß ich nicht, aber wir klettern mal da hoch. Und schauen uns das Ganze von oben mal an. Oh, komm schon. Was sollst du nur da hochklettern? Was steht denn da? Mit Licht soll dem Helden der hellen Schein der Hymne der Göttin gespielt. Der Weg gewiesen werden. Okay, welche Flügel sind gemeint? Und was genau soll passieren, ist die Frage, ne? Das ist nicht gemeint. Gehen wir eine Etage höher. Und Turm rumrennen. Ich sehe noch irgendwas drumherum, was wir nicht gesehen haben. Find ich nicht, ne? Ist er was vielleicht hier? Du hast mich tatsächlich beurteilt. Weißt du, ich wäre auch gern so stark wie du, deshalb strenge ich mich an, aber irgendwie tut sich gar nichts. Naja, ich gebe mir Mühe. Okay. Was ist er schon wieder? Hallo Schansen, zwei große Flügel? Hm, das erinnert mich an unsere Windräder. Die sehen doch aus, wie sie, als ob sie Flügel hätten. Meinst du denn, das, die Windräder da hinten? Das kann gut sein, ne? Laufen wir mal hin. Hatte ich mir im ersten Moment auch gedacht, aber weil sie auf dem Dorfplatz geredet haben, naja, dann müssen die zwei Flügel da hingebracht werden. So, wir schauen mal da oben. Da ist noch einer, okay. Du hast doch tatsächlich meine Cookie gefunden. Du bist ein toller Kerl, Schansen. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ach, wie mich das nervt. Hey! Was ist denn los, Schansen? Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Naja, zumindest war das mal so. Mir fehlt ein kleiner Propeller. Und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt.
Wohin gestürzt? Den kriegen wir doch bestimmt. Seitdem steht es hier leider nur nutzlos in der Gegend rum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Ich empfehle mir, Bruder Mertland zu bergen, um das große Windrad bewegen zu können. Was? Ob ich das Windrad reparieren kann? Wenn du mir weiterbringst? Natürlich kann ich das. Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Schließlich ist es nach unten in die Wolken gefallen. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Duroko aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seine Ahnen gehörte. Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Naja, alte Geschichte von Durokos Familie. Ich weiß ja nicht, ob da was dran ist. Dankeschön, das machen wir direkt. Cool. Ich kann uns ja was helfen, da der Typ. Duroko? Und dann kann er uns vielleicht auch helfen, da ranzukommen. An die Sachen, die wir brauchen. Löch! Na, lauf, du Bastard. Rein dort. Schön. Hey, kleiner Freund, da guckst du bei Lennart rein. Wie? Du hast eine Bittermilch? Ganz genau. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du denn etwa auch, um mich auszulachen, weil es mir nicht gelingt, ihn zu reparieren? Nein, was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt und in den Wolken holen? Heißt das, glaubst du die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Das freut mich ja, aber ich glaube nicht, dass ich dir eine große Hilfe sein werde. Der Roboter ist leider Schrott. Da sehen die an. Er heißt Trapo. Naja, er sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Heißt, man konnte ihn einst rufen und allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Aber jetzt, ach, siehst du ja selbst, er funktioniert einfach nicht mehr. Opa sagt, man könnte ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume als Schmieröl verwendet. Es handelt sich dabei um Äonenblume. Aber von sowas habe ich noch nie gehört, geschweige denn. Hier bitte, haben wir doch. Was sagst du? Du hast so eine? Das ist ja fabulös. Das ist eine Ionung. Tatsächlich, die Essenz der Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Unglaublich. Damit kann ich meinen Trapper endlich reparieren. Warte einen Moment. Mach mal, Junge. Fertig. Den kennen wir doch, ne? Ein bisschen. Danke, ich bin wieder voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es zu transportieren gibt. Wer ist denn der grüne Wicht? Er spricht, Trapo spricht. Ja, ich hab den Ben, der beste Mechaniker aller Zeiten. Guck mal, Trapo, der grüne Kerl hier hat mir geholfen, dich zu reparieren. Also sei ihm dankbar, verstanden? Pah, dieser Wicht. Also gut, vielen Dank, dass du mich repariert hast. Das reicht das jetzt? Also wirklich, du sprichst du denn mit einem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Unser Freund hier hat nämlich Arbeit für dich. Pah, das ist mir doch egal. Ich rede, wie ich will und basta. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Wicht herumkommandieren. Gebieter, es ist möglich, den herabgestürzten Windrad-Propeller für das Großwind mit dem Aura-Suche zu finden. Okay. Es ist jedoch zu schwer, um ihn in die Tasche hierher zu tragen. Wie, was, oh? Pai, die Pai, oh, verehrte Pai, wie kann ich euch dienen? Sehr wohl, verehrte Pai. So schwer kann er nicht sein. Ich werde ihn für euch tragen. Bis ans Ende der Welt. Gebieter, mit dem Propeller ist es möglich, das Windrad-Propeller aus dem Erdland hierher zu transportieren. Geh dich nur auf die Suche nach dem Propeller. Ja, also ich helfe dir, grüne Wicht. Frag die verehrte Pai, wenn du mich brauchst. Ich kann ihre Gedankenwellen aufspüren. Bitte die verehrte Pai, um mich zu rufen, wenn ich etwas transportieren soll. Wie findest du eigentlich die Sachen, die unter den Wolken gestürzt sind? Vielleicht hilft dir unser schrulliger Wahrsager da drüben. Er sieht aus wie ein Hohlkopf, aber seine Vorhersagen sind meist gar nicht mal so übel. Machen wir doch direkt. Hallöchen. Sei gegrüßt, junger Freund. Ja, los. Also gut, worum ich drin? Schätze. Schätze also? Naja, ich habe noch nie einen gefunden. Dann mag ich einen Blick in die Kristallkugel. Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Oh, ein Wald, ein Land voller Sand, ein Feuerberg und dazu zahlreiche Monster. Wald. Ah, der Wald. Ah, ich sehe ihn deutlich vor mir. Du kannst Vogelfedern und Bienenlarven finden. Fange kleine Vögel mit einem Netz, um an die Vogelfedern zu kommen. Bienenlarven hältst du? Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Naja, egal. Boah. Viel Glück. Naja, wir haben hier Aura-Suche. Das heißt, wir können direkt runter ins Grüne springen. Weil der hätte wahrscheinlich da unten liegen. Behaupte ich mal. Dann springen wir mal runter hier.
So. So, ab mit dem Vogel. Also ich behaupte mal, dass es da unten ist. Bin ich zu 100% sicher. Kibita, ich habe dir was zu berichten. Ich habe alle Staaten aus meinem Speicher auf deiner Karte markiert. Du kannst zu jeder von ihnen reisen. Führe den Finger dahin und drücke drauf. Mama, geh erst mal rein. Zu dieser Folge schon reisen? Ja. So. Auch eine Suche. Okay, es zeigt gar nichts an. Macht aber nichts. Kann ich auch hier irgendwie woanders hinreisen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ich dachte, es ist hier irgendwo ist, oder? Hätte ja Sinn gemacht. Okay. Vielleicht war das also der dümmste Schachzug. Wir reisen mal zurück ins Wolkenmeer. Ja, mach mal kurz. Das ist ja komisch. Vielleicht von da oben mit der Aurasuche, aber der konnte uns ja nichts sagen, da der Hellseher. Oder wir reisen. Oder wir reisen doch nochmal dahin und woanders hin. Nee, das macht keinen Sinn. Wir fliegen jetzt einmal kurz zurück zum Hellseher. Macht euch mehr Sinn. Mein Gott, ich probiere hier alles aus, ne? Toller Quatsch, aber was soll's. Muss er hier runtergefallen, muss er hier irgendwo dann sein, ne? Das gibt doch keinen Sinn. Ja, ja, stehen wir uns an, du Piepmatz. Gehen wir mal da rein. Los. Ich war echt ungeduldig, mit ihm zu reden. Schicksal hätte ich wahrscheinlich nehmen sollen. Schauen wir nochmal. Achso. Ja, nochmal. So soll es sein, dann blick ich für dich. Schätze, war auch dumm zu fragen eigentlich, ne? Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es. Junger Freund, ich sehe, was du versuchst, dass du bist. Ein kleiner Propeller, der in die Tiefen unter den Wolken gestürzt ist. Ich sehe ihn auf einem Berg voller Flammen. Nahe eines Abhanges beim Tempel am Vulkan liegt er. Und nun liegt er eben dort. Viel Glück. Okay. Also, das wird zum Flammenmeer. Oh, natürlich hätten wir uns natürlich dumm und dämlich gesucht beim Dings neben des Vulkans. Okay. Können wir auch hier einfach runterspringen? Warum geht das nicht? Warum kann ich das nur bei diesen blöden... Das ist totaler Quatsch eigentlich, ne? Ja, ja. Mach halt den Mund. Den brauchen wir nicht. Aber das ist ja Quatsch eigentlich. Wäre cooler, wenn man auch überall runterspringen könnte, oder? Das macht sonst gar keinen Sinn für mich. Aber egal. Oh. Kann man hier auch machen. Oder kann ich das hier mit aufmachen? Gut, ich fahre jetzt dahin. So, da ist wohl kein Alien, da müssen wir hin. Da. Du.
Na komm, jetzt fährst du noch hier rein. Gut. So, jetzt müsst ihr mir ja auch nochmal die Karten anzeigen. Fliegen wir erstmal rein. Ja. Speichern trotzdem mal kurz hier. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass wir da auf einmal jemanden haben, der uns da platt macht. So. Noch längs laufen, also hier. Gibt's auch noch einen Weg? Sind da links. Okay. Runter müssen wir nochmal. Ach, da liegt er wohl. Er hat doch letztes Mal schon gesehen hier, der Propeller. Hätte ich gar nicht großartig suchen sollen. Ich habe beim letzten Mal schon gewundert, ist das. Ja, ruft den Roboter. Da kommt er. Turbo-Roboter ist das. Hallo, hallo. Ich bin der Turbo-Roboter. Hallo, Turbo-Roboter. Werte Pai, ihr habt mich gerufen. Was soll ich hier abtransportieren? Ah, du stehst im Weg, grüner Wicht. Mach gefälligst Platz. Freundlicher kleiner Roboter. Verstanden, ich warte da oben auf euch beide. Bis später. Freundlicher kleiner Zeitgenosse. Ich schlage vor, dass du zurück zum Wolkenmeer reist und eine Brille an seinen Platz anbringst. Ja, mach ich. Wolkenmeer! Yes. So, schnell mit den in diesen Warp-Tunnel fliegen, wenn sie schnell sind. Oh, da ist der Roboter. Oh. Die Lieferung ist da. Ein praktischer Windradpropeller, bitte sehr. Ruf mich jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Für die Fährte Pi fliege ich bis ans Ende der Welt. Danke sehr. Oh, ist das nicht der Roboter von unserem Duroko? Ich glaub's nicht. Das ist doch unglaublich. Du hast also tatsächlich einen Windradpropeller aus der Welt unten in den Wolken geholt. War dieses ganze Gerede von Durokos Ahn am Ende wirklich wahr? Ich fasse es nicht. Da wird der Wolkenvogel in seinem Nest verrückt. Aber gut, ich kann aber versuchen, es zu reparieren. Das hier und das dort und zack, zick, zack. So, das sollte es gewesen sein. Gelan, Gelan! Oh, so ein Ärger. Meine Frau hat mich gebeten, den Schrank in unserem Haus zu reparieren. Sie ist ständig auf der Suche nach irgendjemandem, der irgendwas für sie erledigt. Dann bis später, Schanzen. So. Und los geht's. Okay, ich weiß ja gar nicht, wohin ich drehen soll.
So ist es wahrscheinlich richtig, ne? Zumindest leuchtet das da oben. Dass es da hinguckt. Würde ich behaupten. Weiß ich natürlich nicht. Aber da oben ist jetzt noch ein Licht. Okay. Oh, dass das gereicht hat. Kann ich da jetzt was oben machen? Komm mal an. Da gibt es noch einen Windpropeller. Vielleicht irgendwo. Ich übersehen habe. Ich gehe über die Brücke. Nee, der war doch nicht, ne? Doch, da drüben. Okay. Aber der hat auch einen Propeller drin, okay. Wenn das sind die beiden Flügel, wenn sie da hin zeigen, vielleicht. Schau mal, ob das passt. Was ist das? Wie crazy! Und da spielen wir es mit unserer Lyra. Perfekt. Haut ab da, ich bin da dran. Ich bin der Erste. Reicht schon ein Ton. Rhythmus mehr sein, ne? In einem Takt. Hä? Warte mal. Mein Gott, war ich so aus dem Rhythmus? Kann ich nicht vorstellen. Okay. Jetzt können wir da rein. Cool ist das denn? Gebieter, ich spüre, dass sich am Ende dieses Lichtstrahls Hinweise zu den drei Flammen befinden. Ich würde empfehlen, ihn hier zu untersuchen. Perfekt. Und das werden wir auch tun. Und zwar direkt beim nächsten Mal. Ist ja klar, ne? Immer am schönsten ist. Nee, gut. Ich wünsche euch viel Spaß noch heute Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.